Wir stehen hier in Saal 5 der Ausstellung Seestücke von der Romantik bis zur klassischen Moderne und ich wollte mir gerne mit Ihnen ein sehr großes, sehr ausladendes Werk von Hendrik Willem Mesdag angucken, einem niederländischen Künstler, der sich sehr auf dieses Thema des Seestückes, also auf Meeresdarstellung und Schiffsporträts spezialisiert hat. Und Hendrik Willem Mesdag ist ein Künstler, der zur Haager Schule gezählt wird. Das heißt, das ist so eine Künstlergruppe, die in Den Haag sich gegründet hat, die vor allen Dingen eine Konzentration gesucht hat auf den Alltag der Menschen, auf den Alltag der, ja nicht der gehobenen Gesellschaft, sondern einfacher Leute und die ihr arbeitsreichen Alltag auch wirklich mit einem ganz intensiven Realitätssinn festgehalten hat. Und das sieht man ganz schön. Wir haben hier so eine Alltagssituation am Strand, von dem wir auch hier vorne nur so ein ganz kleines Stück sehen können, sodass sich umso schöner der Blick auf das Meer und auch auf den sehr wolkenverhangenen Himmel uns öffnet. Und wir können sehen, hier am Ufer, hier an der Seite auch so schön windumzaust, sind verschiedene Personengruppen zusammengefunden, die in Erwartung jetzt hier schon sind, der Schiffe, die sie dort sehen können, die anlegen. Das heißt, sie kommen so langsam an das Ufer heran. Und die Schiffe, die wir hier sehen können, das sind sogenannte Bomsrud. Ich habe es bestimmt nicht annähernd richtig niederländisch ausgesprochen, aber eine besondere Form des Schiffes, die sehr breit ist und sehr flach, die in dieser Zeit auch besonders noch genutzt worden ist, womit man dann direkt aufs Ufer herauffahren konnte. Das heißt, die sind dann wirklich durch den Sand weiter hinaufgeschoben worden. Das kann man hier auch schon erahnen, weil man hier so verschiedene Seile erkennen kann und Taue, wo die Männer hier im Begriff sind, da Seile zu ergreifen und das Boot dann an Land zu ziehen. Das heißt, wir sind hier so richtig mittendrin in der alltäglichen Tätigkeit dieser Fischer und steigen richtig darin ein, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und es ist eine sehr realitätsnahe Darstellung, die zwar im Detail nicht eine besondere Genauigkeit hat, aber die einen ganz konzentrierten Blick auch auf diesen Alltag wirft. Und was man hier noch schön sehen kann, ist, dass das Wetter doch recht rau ist. Also zum Beispiel wieder nochmal hier diese beiden Frauen, die so richtig windgepeitscht fast zum Wasser so herangedrückt werden. Und dann kann man das auch hier sehen, weil die Gischt so richtig über die Spitze des Bootes einmal hinüberbricht und ja wahrscheinlich die Fischer, die hier hinten am Ruder stehen, nochmal ganz nass werden lässt. Die Haager Schule ist ein, ja sagte ich schon, eine Künstlervereinigung, eine Künstlergruppe, die sich diesen Alltagsdarstellungen verschrieben hat. Und was sie noch auszeichnet, ist, dass sie eine besondere Farbverwendung hat. Wenn man polemisch von dieser Gruppe gesprochen hat, dann hat man sie auch als Maler des Graus verschrien oder so bezeichnet. Und das kann man gut erkennen. Es ist ja ein wolkenverhangener Tag. Es blitzt immer ein bisschen Licht auch noch hindurch, aber es ist trotzdem eine Farbverwendung, die sehr gedeckt ist und sich in vielen Grautönen, Grauabstufungen bewegt. Was diese Künstler noch ausgezeichnet hat, ist, dass sie sich am goldenen Zeitalter der niederländischen Malerei orientiert haben. Das heißt an Künstlern wie Rubens und Rembrandt. Und dass in dieser Zeit eine Rahmung üblich war, also ein Rahmen für ein Gemälde, der sehr dekorativ, sehr breit und ausladend und sehr detailreich war. Und das ist etwas, was wir hier auch erkennen können, womit dieses Bild auch ausgestattet ist. Das heißt, dieser üppige Rahmen hat nichts mit dieser alltäglichen Szene zu tun. Der Herr Künstler hat ihn nicht ausgewählt, um einen Kontrast zu den Leuten, die ja auch wirklich hart ihren Lebensunterhalt verdienen mussten, darzustellen, sondern in einer Verbindung eben zu Künstlern wie Rembrandt und Rubens. Und so ist der Rahmen hier sehr üppig in Anlehnung an diese Zeit.